Nach dem Sperren von Facebook beim Christoph Mörgeli gibt es jetzt ganz viel Solidarität, sogar von links, von politischen Gegnern eigentlich, der Jean Ziegler. Ja, ich muss sagen, ich bin schockiert. Wir müssen dem Mörgeli Asyl gewähren. Bei Google Plus oder auf MySpace, dort beachtet man den Schrott sowieso nicht. Ein Facebook gesperrt, das ist heutzutage die höchste Strafe im Jahr 2015. Stefan Eicher, wir haben Bedauern mit dem Christoph Mörgeli. Ja, eine verlorene Seele im künstlichen Raum, ein digitaler Migrant auf der Suche nach einer Heimat. Wer aus unserer Runde ist sonst schon mal neu rausgeflogen? Ein grüner Nationalrat, Bastien Giraud? Ja, ich bin auch schon aus dem Studio von der Arena gefallen worden, von der Putzfrau, weil ich nicht heimgehen wollte.